Duck Boy und die Frauen. Ah, findet ihr es nicht auch einfach riesig, wenn wir hier auf die Farm kommen und meinen Bruder besuchen? Ich will wieder nach Hause. Es gibt Sonne, Landluft und die tolle Landschaft. Ich will wieder nach Hause. Was kann man denn im Ernst noch mehr wollen? Fernsehen, Pizzaservice, Klimaanlage, ein Internetanschluss, mein eigenes Bett und nicht um 5 Uhr morgens von einem dämlichen Hahn geweckt werden. Ich will wieder nach Hause. Ich wünschte nur, Duckboy würde nicht so hart arbeiten. Nenn mich nicht Duckboy. Wisst ihr, was er braucht? Er braucht eine Gefährtin. Weißt du, was ich brauche? Eine Fahrt nach Hause. Ich glaube wirklich, du arbeitest zu viel. Du bist zu viel allein. Duckboy arbeitet doch immer in dem Tempo. Habe ich schon erwähnt, dass ich nach Hause will? Ich will wieder nach Hause. Hör zu, Garfield. Ich weiß, du langweilst dich. Hier, nimm mein Handy, Garfield. Da sind jede Menge Spiele drauf und du kannst ins Internet gehen. Womöglich lenkt dich das ja ab. Ich will wieder nach Hause. Tust du denn auch mal was anderes als zu arbeiten? Nicht jetzt, John. Siehst du nicht? Ich hab zu tun. Ich wollte ja nur sagen, du brauchst vielleicht eine Frau in deinem Leben. Ich hab keine Zeit für eine Frau in meinem Leben. Ich habe eine Farm zu führen. Lust auf ein Omelett? Du solltest jemanden an deiner Seite haben. Jemanden, mit dem du die Freuden und Sorgen des Lebens teilen kannst. Wie soll ich denn so jemanden finden? Ich arbeite doch von früh bis spät und ich lebe mitten im Nirgendwo. Pizzen? Gloria, normalerweise liefern sie doch Pakete aus und ich habe auch keine Pizzen bestellt. Nein, aber ich habe da so eine Ahnung, wer das war. Garfield, hast du etwa mein Handy benutzt, um die bei Vito zu bestellen? Ja, und ich will immer noch nach Hause. Und, wie geht es Ihnen denn so, Mr. Arbuckle? Viel zu tun. Ich muss jetzt auch die Schweine füttern. Eine Frage. Haben Sie zufällig schon den neuen Gruselfilm im Autokino gesehen? Wenn nicht, er läuft nämlich immer noch. Oh, passt gut auf. Er versaut es. Ich habe keine Zeit für Gruselfilme. Ich muss nämlich noch den Mais ernten. Hab ich doch gesagt. Tschüss. Du willst auch ein Stück, Odi? Wirklich schade, dass keins mehr da ist. Hier, war doch nur ein kleiner Scherz von mir. Ach übrigens, ich will immer noch nach Hause. Ich sag dir, sie interessiert sich für dich. Sie arbeitet für Blitzschnellpakete. Sie interessiert sich für das Abholen von Paketen und das Liefern von Paketen. Es ist nicht normal, das Leben allein zu verbringen. Das Leben ist dazu da, geteilt zu werden. Weißt du, was die wunderschönsten 3 Worte auf der ganzen Welt sind? Wir fahren heim. John, können wir das vielleicht besprechen, nachdem ich den Nordacker gepflügt habe? Garfield! Wir müssen packen. Wir haben gepackt. Ich will nicht sehen, wie mein Bruder sein Leben damit verbringt, Äpfel zu pflücken und das allein. Hallo? John, hier ist dein Bruder. Tut mir leid, dass ich dich um diese Zeit wecke, aber als du hier warst, hast du irgendetwas über die 3 wundervollsten Worte auf der Welt gesagt, aber du hast mir nicht gesagt, wie diese 3 Worte lauten. Ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch, John. Aber wie lauten jetzt diese 3 Worte, John? Oh, ich verstehe. Wir reden dann morgen früh. Ich liebe dich. Ja, wäre vermutlich schön, das ab und zu mal zu hören. Ich gehe schon. Natürlich gehst du. Oh, Duckboy. Ich hab nachgedacht, John, du hast recht. Ich brauche eine Frau in meinem Leben. Sehr gut. Und der beste Ort, um eine zu finden, ist die Stadt. Mein Freund Elmer hat mich hergebracht. Er wird während meiner Abwesenheit auf die Farm aufpassen. Ich werde so lange bei dir wohnen, bis ich sie gefunden habe. Die Liebe meines Lebens. Oh, und nenn mich bitte nicht Duckboy, John. Klar.
Er sagte, solange er hier wohnt, besteht er darauf, für uns zu kochen. Hier bitte ein leckeres, gesundes Farmessen. Eine trübe Löwenzahn-Weizenschrotsuppe. Um erfolgreich Steckrüben anzubauen, braucht man nährstoffreiche Erde und eine windgeschützte Fläche, die mindestens 6 Stunden täglich von der Sonne beschienen wird. Tja, gut zu wissen. Stört euch doch nicht, dass ich nur Farm-TV gucke, oder? Nein. Gut, gleich läuft da nämlich ein 5-stündiges Special über verschiedene Schaufelarten. Wir müssen dem Mann helfen, jemanden kennenzulernen, damit wir Duck Boy möglichst bald wieder los sind. Bis später, John. Ich gehe jetzt mal in die Stadt. Hallihallo. Ach, herrje, ich scheine hier irgendwo meinen Friedensnobelpreis verloren zu haben. Oh nein. Er latscht einfach auf irgendwelche fremden Frauen zu und versucht, ein Gespräch anzufangen. Du fragst, was da groß passieren soll? Tja, was soll's. Ich hab noch ein paar davon zu Haus. Also, ich hab mich gefragt... Das. Man kann nicht einfach so fremde Frauen anquatschen. Das ist unhöflich. Oh, warte. Oh. Das ist wirklich vielversprechend. Er hat endlich gecheckt, dass der Ich-bin-gerade-vom-Trecker-gefallen-Look vielleicht nicht ganz das Wahre ist. Er ist da rein, um sich ein paar neue Klamotten zu kaufen. Odi, das ist großartig. Ja. Hey, das ist gar kein übles Outfit, wenn man aussehen will wie Binky der Clown. Erinnert sich vielleicht noch jemand von euch an Binky? Ja, das habe ich mir gedacht. 2,10 Meter große Wrestlerin, 70 Jahre alt und Dudelsackspielerin sucht einen Mann, der gern dabei zusieht, wie Brot langsam alt wird. Nichts für mich. Entschuldigen Sie, Miss. Dürfte ich auf Ihren schönen Hund aufpassen, während Sie sich die Schuhbänder binden? Tja, das wäre wirklich sehr nett von Ihnen. Hier. Halten Sie ihn bitte gut fest. Er regt sich nämlich immer sehr auf, wenn er eine Katze sieht. Hey, sie spricht tatsächlich mit ihm, Odi. Das ist ein gutes Zeichen. Ich trainiere eigentlich. Ich finde... Nee, ganz ruhig, Junge, nicht das Kätzchen zerfleischen, okay? Geben Sie schon her! Hey, Sekunde! Wollen Sie vielleicht irgendwann mit mir ausgehen? Oh. Hi, Garfield, es läuft nicht so gut mit den Frauen und mir. Ich brauch so eine Art Zaubertrank, der sie dazu bringt, mich zu mögen. Eieiei. Der Typ kapiert's einfach nicht. Es gibt für sowas keine Zaubermittel. Es geht nur um die Frage, ob man sich mag oder nicht. Hey! Probieren Sie Philips Rasierwasser. Macht Männer unwiderstehlich für Frauen. Klingt doch genau nach dem, was ich brauche, oder? Eins sage ich dir, Odi. Sowas kann niemals... Nur ein paar Spritzer davon und die Frauen lieben mich. Was ist denn das für ein wundervoller Duft? Duften Sie so? Ja, Sie sind es tatsächlich. Was ist denn das für ein wundervoller Duft? Meine Damen, bitte, ich komme von einer Farm. Bitte steigern Sie sich in nichts hinein. Bitte, meine Damen, ich bin in der Unterzahl. Sind Sie ja, Sie wunderbar duftendes Wesen. Sie gehören mir, bloß mir. Ja,
Ich gehöre Ihnen, nur Ihnen, ganz allein. Lassen Sie uns essen gehen, ganz romantisch. Wo würden Sie denn gern dinieren? Mir ist alles recht, solange ich Sie riechen kann. Oh, Henry. Was bitte tun Sie da mit meiner Freundin, Sie Komiker? Tut mir leid, dass du deine Seelenverwandte nicht gefunden hast, Darkboy. Vielleicht musst du dir mehr als einen Tag Zeit lassen. Vielleicht ist es mir ja auch bestimmt, allein zu sein. Und nenn mich doch bitte nicht. Du weißt schon. Gloria, was machen Sie denn hier? Haben Sie eine Lieferung für mich? Wir haben eine Verabredung. Etwas schon vergessen? Eine Verabredung? Ja, Sie haben mir diese hinreißenden Blumen und diese nette Karte geschickt. Liebe Gloria, dieser bescheidene Blumenstrauß ist für Sie. Wollen wir uns heute Abend zusammen den Gruselfilm im Autokino ansehen? Oh, ich habe schon gedacht, Sie würden mich niemals fragen. Garfield, hast du mit meinem Handy Blumen für Gloria bestellt und dann auch noch diese schmalzige Karte verfasst? Gut gemacht, echt. Siehst du, Odie? Man muss gar nicht losziehen, um sein Glück zu finden. Man muss einfach nur bereit sein, sich von ihm finden zu lassen. Oh, das war tiefsinnig, was? Oh, Garfield, hätte ich fast vergessen. Hier ist die Lieferung für dich. Und es gibt natürlich auch noch andere Wege, sein Glück zu finden. Problemlöser. Heute wird ein perfekter Tag. Ich bin spät aufgewacht, hab gefrühstückt, bin zurück ins Bett, bin wieder aufgewacht, hab gefrühstückt. Ja, ein perfekter Tag und niemand wird ihn mir vermiesen. Hi, Garfield. Außer natürlich Lucky. Könntest du mir vielleicht bei einem kleinen Problem helfen? Nein. Ich habe nämlich ziemlich viel Flöhe. Ich bin sie gar nicht mehr los. Nein, zieh Leine. Nein. Du hast nichts zu befürchten. Die fühlen sich nur in meinem Fell so wohl. Komm her und hör mal. Das ist echt witzig. Nein, ist es nicht. Glaub mir. Gut, ich helfe dir. Mal sehen. Ha, ich hab's. Du musst jemanden finden, wo es ihnen noch besser gefällt. Echt großartig. Das ist eine super Idee. Jetzt hör gut zu. Wir suchen dir einen Menschen, der nach Hunden und Katzen riecht. Und wo sollen wir einen Menschen finden, der so riecht wie wir? Da drüben. Ah, im Tierheim. Na klar. Es will nicht recht klappen. Ich versuch's ja, aber sie kommen immer wieder zurück zu mir. Du und ich riechen nur nach Katze. Aber er riecht nach Katze und Hund. Und Flöhe bevorzugen nun mal ein Buffet. Also tanz einfach weiter. Du hast mein Problem gelöst. Die Flöhe sind weg. Einem Freund tue ich doch immer gern einen Gefallen. Hey, Problemlöser Garfield. Kannst du mich hier rauslassen? Bruno. Na klar, wieso nicht? Bis später dann. Ich muss jetzt meinen perfekten Tag genießen. Dieser Garfield, das ist schon ein schlauer Kater. Ja, also wie er dein Flohproblem gelöst hat, wow. Hey, meinst du... Meinst du, er könnte mir auch bei einem kleinen romantischen Problem helfen? Hm? Ja, klar. Garfield kriegt alles hin. Wie ich schon sagte, niemand vermiest mir diesen perfekten Tag. Außer natürlich Odie. Du willst, dass ich das Stöckchen für dich werfe, Odie? Darauf war ich vorbereitet. Okay, leg das Stöckchen in die Schale.
Gut. Und jetzt hol's. Jetzt hab ich Ruhe vor ihm bis zur vierten Staffel. Also, wo war ich doch gleich? Ach ja, ein perfekter Tag schreit nach einem perfekten Schläfchen. Ich mach jetzt einfach die Augen zu. Hey, Garfield! Dieser Tag wird mit jeder Minute weniger perfekt, würde ich sagen. Ich habe mich gefragt, ob du mir bei einem kleinen Problem helfen könntest. Nein. Gut, es geht um meine Freundin Trixie. Sie hat mit mir Schluss gemacht, weil ich angeblich nicht nett genug bin. Kluges Mädchen, diese Trixie. Kannst du das so hinkriegen, dass sie mich für einen Helden hält? Du nervst mich doch sicher so lange, bis ich es tue. Ja, wenn es nicht anders geht, schon. Hier entlang. Das ist sie. Das ist meine Trixie. Du musst sie überzeugen, dass ich ein toller Typ bin. Erstmal musst du jemanden finden, der mich überzeugt. Ich bin überzeugt. Okay. Wie wär's, wenn sie sieht, wie du der alten Dame dort über die Straße hilfst? Oh, und wie soll ich das machen? Du weißt nicht, wie man einer alten Dame über die Straße hilft? Warte, ich zeig's dir. Madame, darf ich Ihnen eine Pfote reichen? Du willst mir doch nur meine Handtasche stehlen, du räudiges Tier! Die arme alte Dame. Jemand stiehlt ihre Handtasche. Hilfe, jemand muss ihr helfen. Ja, ich werde ihr helfen. Böses Tier, hat man sowas schon erlebt? Haben Sie da etwa Bowlingkugeln in Ihrer Handtasche? Ich werde Sie retten, Madame. Mein Bruno. Was bist du doch nur für ein Held? Ach, das war doch nichts. Ich helfe nun mal gern, Süße. Gut, dann hilf mir. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt, Bruno. Vielen Dank, dass du mein Problem gelöst hast, Garfield. Wenn du mal etwas brauchen solltest, sag mir Bescheid. Ein Krankenwagen wäre nicht schlecht. Naja, vielleicht geht es ja auch ohne. Oder doch nicht. Naja, vielleicht kann ich diesen Tag ja jetzt genießen. Mal sehen. Niemand in Sicht. Bin ja gespannt, wie lange das so bleibt. 3 Sekunden, ein neuer Rekord. Sag nichts, lass mich raten. Du hast ein Problem. Du hast gesehen, wie ich Brunos Problem gelöst habe. Und jetzt glaubst du, dass ich auch dir helfen kann. Okay, worum geht's? Sieht aus, als hätte Harry Appetit auf Vögel zum Mittagessen. Du wartest hier. Aha, nein. Da sind sie ja. Johns Hackbratenreste. Das seht ihr bestimmt nicht nochmal. Essen, das ich nicht esse. Ein bisschen kneten hier, ein bisschen da. Das wissen nicht viele, aber einige der größten Bildhauer haben ihre allerersten Werke aus Hackbraten gefertigt. Jetzt noch ein bisschen blaue Lebensmittelfarbe. Ein Meisterwerk. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, aber irgendwann erwische ich einen. Genau das befürchte ich auch. Was sagst du? Ach, nichts. Hast du schon mal einen gefangen? Ein Vogel, meine ich. Noch nie, aber ich weiß genau, dass sie ganz köstlich schmecken. Ja, sie sind lecker. Du hast einen Vogel gefangen? Ja, irgendwas muss man ja essen. Garfield, mein Freund, darf ich mal probieren? Nur ein winzig kleines Häppchen, bitte. Tja. Ach, ich bitte dich, Garfield, davon träume ich schon mein ganzes Leben. Du musst mich probieren lassen. Die letzte Zeile nochmal, bitte. Klar. Ich bitte dich, davon träume ich schon mein ganzes Leben. Du musst mich probieren lassen. Oh, okay. Nur Harry.
Und kleiner Nachschlag gefällig? Nein, ich werde nie wieder einen Vogel essen und das ist endgültig. Wer hätte schließlich gedacht, dass die so schlimm schmecken? Die sind ja fast so übel wie der Hackbraten, den dieser Mensch macht. Ja, hab ich gern gemacht. Und wegen Harry musst du dir keine Sorgen mehr machen. Ja, jetzt aber endlich zu meinem perfekten Schläfchen an diesem perfekten Tag. Hey, Garfield! Hm? Der Käse, den ich vor 3 Wochen bestellt habe, ist immer noch nicht da. Ja, und die neue Brille, die ich für mich bestellt habe, die ist auch noch nicht angekommen. Das Futter, das mein Herrchen mir gibt, schmeckt wie irgendwas von der Müllhalde. In meinem Stall ist es so heiß, dass die Eier handgekocht rauskommen. Hilf mir! Mir hat das schon sehr geholfen. Ich brauche auch deine Hilfe. Jetzt löse ich erstmal mein Problem und verschwinde schnell von hier. Jetzt bleibt nur noch ein Problem. Wie fliehe ich vor den Problemen der anderen? Da ist er ja! Halt! Ja, ich kann eure Probleme alle lösen. Ja, ne? Dann sag es uns nicht. Nicht ich persönlich, aber ich rate euch damit, zu Odi, dem Klugen, zu gehen. Hast du eine Lösung für mein Käseproblem, Odi? Ich brauche ganz dringend eine neue Brille, Odi. Und das Hundefutter? Und die Sache mit den Eiern? Viele Probleme lösen sich ganz von selbst, wenn man sich nur Mühe gibt, anstatt andere zu fragen. Mein Problem wäre jetzt jedenfalls endgültig gelöst, würde ich sagen. Pass doch auf, wo du hinläufst. Habe ich nicht schon genug Probleme mit diesen Flöhen, die... Hey, es juckt nicht mehr. Die Flöhe sind weg. Die Flöhe sind weg. Weg? Und wohin? Oh, oh. Ich glaube, ich weiß, wo sie hin sind. Armer Kerl. Er muss jemanden finden, der ihm bei seinem Problem hilft. Der Märchenkater, Teil 1. So, der Picknickkorb ist gepackt. Nur wo ist nochmal dieser Wald, in den wir fahren? Ich habe eine Karte. Es ist eine wirklich sehr entlegene Gegend, in der sich niemand um die Tiere kümmert oder sie füttert. Du fütterst Tiere gern, oder? Oh, das sagt der Richtige. Wo wir gerade von ihnen reden, wo sind denn... Oh, die sieht sich ein Märchen im Fernsehen an und Garfield ist oben und hält ein Nickerchen. Nachdem er die böse Hexe und den lila Troll besiegt hatte... Er müsste jeden Moment aufwachen. Oh, was für ein seltsamer Traum. Ich habe in ihm Linguini mit Muscheln gegessen. Normalerweise träume ich dienstags davon, Fettuccini mit Muscheln zu essen. Mal sehen, wie spät es ist. Oh nein, ich verpasse noch meine Lieblingssendung. Danke, Odi. Fast hätte ich Eddie Gourmand verpasst. Aber die Suche nach einer Braut gestaltete sich. Heute wirft er einen langen Blick auf Spaghetti mit Fleischklößchen. Willkommen zu meiner Sendung, Leute. Willkommen, willkommen, willkommen. In der heutigen Sendung werden wir einen langen Blick auf Spaghetti mit Fleischklößchen werfen. Ist das nicht ein wundervoller Anblick? Das ist die beste Sendung im Fernsehen, abgesehen von meiner natürlich.
Allein vom Zusehen habe ich schon 3 Pfund zugenommen. Udi, willst du etwa lieber irgend so ein Märchen ansehen, statt Spaghetti mit Fleischklößchen? Aha. Für diejenigen, die gerade erst zugeschaltet haben. Wir werfen einen langen Blick auf diesen Teller Spaghetti mit Fleischklößchen. Das tun wir 1 Stunde lang. Oh, und morgen ist der Tag des chinesischen Essens. Da werfen wir einen langen Blick auf Mogu, Gaipan, Schrimpsen, Austernsoße, Hühnchenschuppen. Dass er sie endlich gefunden hatte, aber da war sie. Die Märchen sind doch albern, echt. Ich könnte eine viel bessere Geschichte als die da erfinden. Liz und ich fahren jetzt los. Wir sind erst später wieder da. Habt viel Spaß, Jungs. Werden wir. Und handelt euch nur kein Ärger ein. Werden wir. Du willst also, dass ich dir ein Märchen vorlese? Ich habe aber Wichtigeres zu tun. Schläfchen, mehr Schläfchen, Schläfchen während anderer Schläfchen. Okay, okay, aber wart hier einen Moment. Ah, ein Schinken-Käse-Sandwich mit süßem Senf. Der Picknickkorb ist ziemlich schwer, hm? Er scheint jetzt leichter zu sein. Etwa um das Gewicht eines Schinken-Käse-Sandwichs mit süßem Senf. Ah, nehmen wir mal das hier. Na schön, mal sehen. Es war einmal vor langer... Die Geschichte kenne ich schon. War nur ein Scherz, okay. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein extrem gut aussehender Kater. Willst du wissen, wie gut aussehend der Kater war? So gut aussehend. Wer ist der Typ, den jeder gleich erkennt? Ich... Ja, ich. Wer ist der Typ, den man nur Garfield nennt? Ich. Nur ich. Wer hat Figur und Charme ganz pur? Unweigerlich. Ja, ich. Wer ist stets fit? Voll Appetit. Ich. Nicht du. Wer holt den Sieg? Mag keiner speak. Eins ist ganz klar, bin wunderbar, bin euer Star. Ich bin ganz einfach toll. Bin einfach super toll. Er führte ein ruhiges, aber zufriedenes Leben im Schloss. Manchmal aß er etwas. Und manchmal schlief er auch. Und manchmal aß und schlief er gleichzeitig. Spart Zeit. Das Leben des fantastischen Katers war gut, abgesehen von 3 Problemen. Das eine war ein extrem dämlicher Hund, der ihn dauernd aufforderte, ein Stöckchen zu werfen, damit er es wiederbringen konnte. Das steht hier nun mal so. Denkst du etwa, ich erfinde das alles? Gut, dann mal weiter im Text. Wo war ich denn gerade? Ach ja, ein Stöckchen zu werfen, damit er es wiederbringen konnte. Na schön, aber nur um dich loszuwerden. Für die von euch, die es nicht wissen, das hier nennt man ein Katapult. Ein Katapult ist eine Waffe, die von griechischen Soldaten erfunden wurde. Sie konnten damit ihre Feinde mit großen Steinen bewerfen. Aber es ist noch praktischer für das hier. Wir sehen uns dann irgendwann nächstes Jahr wieder. Der Hund mit der langen Zunge war also eins seiner Probleme. Ein anderes waren die schrecklichen Zwillingsnichten des Prinzen. Da ist es ja! Da ist ja das miese Kätzchen! Oh nein!
Jetzt bin ich sowas von erledigt, Leute. Ich will verkleiden, das ist lustig. Nein, nein, stopp. Ruf die Palastwachen, ruf den königlichen Babysitter, ruf die Modepolizei. Jetzt duftet er ganz wundervoll. Und das Schlimmste daran ist, dass mir Pink einfach nicht steht. Und das dritte Problem, das der Kater hatte, war das Problem seines Herrn. Prinz John musste eine Braut finden, und zwar sehr schnell. Aber ich will keine der Frauen heiraten, die gestern auf dem königlichen Ball waren. Hör zu, ich bin zwar nur der königliche Vorkoster, doch eins weiß ich. Das königliche Gesetz sagt, wenn ihr nicht bis zu eurem 21. Geburtstag heiratet, dann wird der Nächste in der Thronfolge König. Und ihr wisst ja, wer der Nächste in der Thronfolge ist. Der Nächste in der Thronfolge war der Vizekönig. Und der war alles andere als ein netter Mann. Also aufgemerkt, Untertanen. Wenn ich die Macht übernehme, werde ich einige neue Steuern einführen. Mal sehen. Eine Steuer aufs Einatmen, eine Steuer aufs Ausatmen. Eine Steuer aufs Luftanhalten, eine Steuer aufs gar nicht atmen. Ich protestiere gegen diese Steuern. Eine Steuer aufs Protestieren gegen diese Steuern. Eine Steuer auf das Zubinden von Schuhen. Eine Steuer auf das Tragen von Slippern. Und was ist, wenn wir barfuß gehen? Eine Steuer aufs Barfuß gehen. Danke. Und weiter. Eine Steuer auf Versammlungen. Eine Steuer auf das Ketchup auf Käsebrote schmieren. Seine Gier wird dies Königreich noch zerstören. Deshalb müsst ihr ja auch unbedingt eine Braut finden. Und zwar sehr schnell. Wie wär's mit morgen? Dann werde ich eben heiraten. Selbst wenn ich die erstbeste Frau heiraten muss, die durch diese Tür tritt. Tja, womöglich sollte ich doch noch ein bisschen länger suchen. Also diese Farbe steht ihm echt nicht. Er hatte schon mit jeder verfügbaren Maid im Königreich gespeist. Es waren nur noch drei übrig. Die Menschen sagen, tu etwas für die Menschlichkeit. Aber ich meine, was hat die Menschlichkeit je für mich getan? Das war Runde 1. Es geht um mich, 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 mich. Und vor allem geht es natürlich nur um mich. Könnt ihr immer nur von euch sprechen? Ihr habt ja recht, Prinz John. Lasst uns doch jetzt mal von euch sprechen. Was haltet ihr von mir? Das war Runde 2. Also, erzählt mir doch ein wenig von euch. Ich würde euch gern besser kennenlernen. Runde 3, sie ist raus. Mann, könnt ihr euch vorstellen, mit so jemandem zusammenzuleben? Just zu dieser Zeit kehrte der nicht allzu schlaue Hund endlich mit seinem Stöckchen zurück. Oh, hi. Tja, sieht so aus, als würde der Prinz nie eine Braut finden. Ja, der böse Vizekönig wird unser neuer König werden. Echt schlecht für die Untertanen, aber mir ist das ziemlich Schnuppe. Nichts, was dieser fiese, machtversessene Typ tut, wird mich betreffen. Eine Steuer auf das Schauen von Zeichentrickserien. Eine Steuer aufs Zwinkern. Eine Steuer auf das Tanzen mit einem Affen. Siehst du, das betrifft mich nicht. Eine Steuer auf exzessives Fitnesstraining. Seht ihr, das betrifft mich nun wirklich nicht. Eine Steuer auf das Essen von Pasta, Tomatensauce oder irgendwas, was Käse enthält. Seht ihr, nichts von all dem betrifft mich. Eine Steuer auf das Essen von Pasta? Nein, 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 das ist unfair. Hey, besteuer Rosenkohl, besteuer gesundes Essen, besteuer alles mit Joghurt drin, aber besteuer keine Lasagne. Pass auf, wir müssen diesen Mann aufhalten. Wir müssen Prinz John helfen, eine Braut zu finden. Und so waren der brillante Kater und der nicht so brillante Hund wild entschlossen. Oh, halt, Zeit für eine Burrito-Pause. Wart hier. Und ihr bleibt gefälligst auch dran. Ich bin in einem Burrito wieder da.
Märchenkater, Teil 2. Es war einmal vor langer Zeit, da musste Prinz John eine Braut finden, und zwar schnell. Wenn ihr nämlich nicht bis zu eurem 21. Geburtstag heiratet, dann wird der Nächste in der Thronfolge König. Der Nächste in der Thronfolge war der Vizekönig, und der war alles andere als ein netter Mann. Pass auf, wir müssen diesen Mann aufhalten. Wir müssen Prinz John helfen, eine Braut zu finden. Leckerer Burrito. Ich hoffe, du hast auch was gefuttert, während ich weg war. Also, wo waren wir denn? Fügen Sie zu den Eiern noch eine Tasse Mehl hinzu und verrühren Sie das Ganze dann zu einer cremigen Masse. Dann noch einen Klacks Sahne. Ups, oh, die falsches Buch. Also, ich finde, das wurde gerade wirklich interessant. Nun denn. Und so waren der brillante Kater und der nicht so brillante Hund wild entschlossen, Prinz John bei der Brautsuche zu helfen, damit er König werden konnte. Aber die Zeit dafür wurde knapp. Ich träume von einer Frau, die Sinn für die Schönheit des Lebens hat und die Welt um sich herum wahrnimmt. Und mich, das wäre schön. Ihr habt wirklich niemanden gefunden, den ihr heiraten wollt? Viele Jahre schon bin ich nun ganz allein. Niemand ist da, will nicht mehr einsam sein. Wo ist mein Sonnenschein? Träume jede Nacht, hab oft an sie gedacht. Ein Mädchen voller Güte, das ich lieb und wohl behüte. Werd ich sie finden, fest an mich binden. Ich will nun endlich Liebe empfinden. Wenn ich sie sehe in meiner Nähe, werd ich so froh sein, denn dann ist sie mein. Denn dann ist sie mein. In all den Tagen der Suche habe ich nur die eine gefunden. Und die will mich nicht heiraten. Ihr habt tatsächlich eine gefunden? Ja. Sie ist liebevoll und fürsorglich. Ihr Name lautet Elizabeth. Und sie ist eine Bürgerliche. Oh, eine Bürgerliche? Prinz John erzählte dem königlichen Vorkoster von der Frau nach... Ich werde warten. Bist du jetzt vielleicht fertig? Ja. Gut. Prinz John erzählte dem königlichen Vorkoster von der Frau namens Elizabeth, die in einem Häuschen im Blue Forest lebte, um in der Nähe der Tiere zu sein, die sie so liebte und die ihr so wichtig waren. Sie fütterte die freundlichen Eichhörnchen. Sie fütterte die streunenden Katzen und Hunde. Sie fütterte die farbenfrohen Blaumeisen. Sie fütterte Mäuse und Maulwürfe. Und sie fütterte sogar die wirklich ekelhaften Kreaturen, die man manchmal in Wäldern findet. Alle Tiere im Wald lieben euch, holde Elizabeth. Das liegt daran, dass ich sie auch so liebe. Und euch liebe ich auch, Prinz John. Aber ich werde nicht eure Braut werden. Wieso nicht? Der Mann, den ich heirate, muss über ein wahrlich großes Herz verfügen. Über das verfüge ich. Ihr seid ein wackerer Mann, Prinz John, aber ihr habt ein verhätscheltes Leben geführt. Ihr wart nie gezwungen zu zeigen, dass ihr wirklich über ein großes Herz verfügt. Das ist wohl leider allzu wahr. Wie könnte ich ihr noch rechtzeitig beweisen, dass ich ein großes Herz habe, wenn ich es mir nicht mal selbst beweisen kann? Na klar könnt ihr das.
Ihr reitet in den Blue Forest und überzeugt eure Liebste davon, eure Braut zu werden. Denkst du das wirklich? Ihr seid der Held der Geschichte, also benehmt euch auch so. Ha, mein Kater hat recht. Ich hab immer recht. Ich reite jetzt unverzüglich in den Blue Forest und suche sie auf. Warte kurz, bin gleich wieder da. Oh, übrigens, vielen Dank. Wieso bedanke ich mich bei ihm? Ich kann nicht sprechen, also hört er mich nicht. Also dann, wo war ich gerade? Ach ja, der Prinz gab zu, dass sein Kater recht hatte und... Also, wenn du auch eine Pizza haben willst, hättest du genau wie ich 8 Stück bestellen sollen. Der Prinz sagte... Ich reite jetzt unverzüglich in den Blue Forest und suche sie auf. Wie ein Besessener ritt der Prinz auf seinem feurigen Schlachtross aus dem Schloss und Richtung Blue Forest. Er war entschlossen, nicht eher zurückzukehren, bis er seine Angebetete gefunden und sie überzeugt hatte, seine Braut zu werden. Freu dich ja nicht zu früh, so einfach wird das nicht. Währenddessen dachte der schneidige Kater, seine Probleme wären gelöst. Siehst du, wie gut das klappt? Prinz John bringt sie dazu, ihn zu heiraten, der fiese Vizekönig wird nicht König werden und all meine Probleme sind gelöst. Wow, oh nein! Wir werden ihn ja auch rutschen, wie noch nie! Vielleicht ein bisschen Papa? Nein! Korrektur. Nicht alle meine Probleme sind gelöst. Und auch das ist eine Farbe, die mir nicht steht. Sieht aus, als wäre der Prinz auf dem Weg in den Blue Forest. Also, wenn er es nun schafft, diese Tierlady zu überzeugen, ihn zu heiraten. Was wird denn dann aus eurem Plan, König zu werden? Er wird sie nicht überzeugen, weil er es gar nicht schaffen wird, zu ihr zu gelangen. Es führt nämlich nur ein Weg in den Blue Forest. Und ich habe dafür gesorgt, dass dieser Weg bewacht wird. Von einem Wesen. Prinz John näherte sich rasch dem Blue Forest, wild entschlossen, sich von nichts und niemandem davon abhalten zu lassen, seine Holde Elizabeth aufzusuchen. Aber es gab etwas, was ihn aufhalten konnte, nämlich... Das Wesen, das ihn stoppen konnte, war... Warte, ich versuche nachzudenken. Oh, du grüne Lasagne, sieh nur, wie spät es ist. Ich muss jetzt den Postboten nerven gehen, ich bin gleich zurück. Oh, du bist es nur, Garfield. Ich dachte, du hättest vielleicht einen Trick auf Lager, um mich zu verjagen. Zum Beispiel, indem du dich als feuerspeiender Drache verkleidest. Ich? Der süße, freundliche Kater? Feuerspeiender Drache, hm? Tja, hier ist eure Post. Einen Postboten zu verjagen ist nicht nett, aber es gehört nun mal zu meiner Stellenbeschreibung. Rechnung, Rechnung, Rechnung und eine Werbung und eine Rechnung. Feuerspeiender Drache, hm? Aber als Prinz John sich dem Blue Forest näherte, Prinz John war wie ein Besessener geritten, um zu Elizabeth zu gelangen, warnte ihn ein Mann, der ihm begegnete, vor der Gefahr, die vor ihm lag. Ein feuerspeiender Drache? Ein Stückchen weiter des Weges. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Er ist ein Drache und speit Feuer. Ich werde meine wahre Liebe nicht verleugnen. Ich habe keine Angst vor feuerspeienden Drachen. Unglücklicherweise hat mein Pferd welche. Aber für meine Liebe tue ich alles. Tiefer und tiefer ging er in den Wald. Aber es war weit und breit nichts von einem Monster zu sehen. Feuerspeiender Drache? Ha! So ein Blödsinn. Ist doch völlig bescheuert. Was treibe ich hier eigentlich? Nein, ich würde
würde Prinz John nicht unbedingt als tapfer bezeichnen. Wagemutig? Nein. Dämlich? Wird langsam wärmer. Ich glaube, das Adjektiv, das ihn am besten beschreibt, ist eindeutig gegrillt. Ich würde sagen, medium bis well done. Irgendwie schaffte es der Prinz zurück ins Schloss. Dort war die Stimmung im Keller und die Steuern schossen in die Höhe. Eine Steuer auf die Verwendung von Adverbien. Eine Steuer auf das Fußnägelschneiden am Mittwoch. Eine Steuer auf das Verschütten von Milch. Prinz John wird morgen 21 Jahre alt. Wenn er dann nicht verheiratet ist, wird dieser fiese Mensch König. Was sollen wir nur tun? Eine Steuer auf Ratlosigkeit. Weißt du, diese dämliche Sache, die Prinz John gerade versucht hat? Ich sag's wirklich nicht gern, aber ich glaube, wir müssen das auch versuchen. Und so machten sich der smarte Kater und der nicht allzu schlaue Hund auf die Reise in den Blue Forest. Bitte stellen Sie vor dem Start sicher, dass sich Ihr Sitz in aufrechter Position befindet, Ihr Tischchen hochgeklappt ist und alle elektronischen Geräte ausgeschaltet sind. Bist du soweit? Okay, es kann losgehen. Ich hoffe, es kommt noch jemand rum, der diese Tüten mit den leckeren Erdnüssen verteilt. Sie waren ungefähr so weit gekommen wie Prinz John, als... Hab nur keine Angst, mein treuer und pelziger Freund. Es gibt keinen Grund, vor einem feuerspeienden Drachen Angst zu haben. Also wirklich nicht den geringsten. Ich bin dann mal wieder im Schloss. Lass mich wissen, wie es gelaufen ist, ja? Standen sie nun, der mutige Kater und der mittelmäßige Hund, dem Drachen gegenüber. Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Weißt du, was nach einer Pizza wirklich gut kommt? Ein Thunfischsalat-Sandwich XXL. Der Märchenkater, Teil 3. Es war einmal vor langer Zeit. Wenn ihr nämlich nicht bis zu eurem 21. Geburtstag heiratet, dann wird der Nächste in der Thronfolge König. Der Nächste in der Thronfolge war der Vizekönig. Pass auf, wir müssen diesen Mann aufhalten. Wir müssen Prinz John helfen, eine Braut zu finden. Alle Tiere im Wald lieben euch, holde Elizabeth. Wenn es nun schafft, diese Tierlady zu überzeugen, ihn zu heiraten, was wird dann aus eurem Plan, König zu werden? Ich werde die Geschichte weitererzählen, wenn ich mein Thunfisch-Sandwich gefuttert habe. Hör auf zu schieben, ich komm ja! Also, wo waren wir? Oh, richtig. Der mutige Kater und der mittelmäßige Hund standen dem Drachen von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Es gibt Momente, mein kleiner Hundefreund, in denen man sich seinem Feind mutig stellen muss und nicht in Panik fliehen darf. Dies, mein Freund, ist eher nicht so ein Moment. Nein, Hilfe, Mami! Oh nein! Sie waren dem Drachen entkommen. Für den Augenblick. Aber sie hatten immer noch ein Problem. Um zu dieser Frau zu gelangen, müssen wir diesen Weg nehmen. Aber der Drache wird auf uns warten. Doch der Kater war nicht nur gut aussehend, sondern auch schlau. Und ihm kam eine Idee. So was Gemeines möchte man eigentlich niemand antun. Nicht mal einem feuerspeienden Drachen. Aber dies ist eine Ausnahmesituation. Komm schon! Ja.
Los, du nimmst die eine und ich nehme die andere. Kann ich euch nur dafür danken? Und wie kann ich es wieder gut machen, dass ich vorher so gemein zu euch war? Hör zu, wir benehmen uns alle manchmal wie ein Drache, wenn wir nicht gut aussehen. Wenn du was gut machen willst, könntest du uns mitnehmen. Gern. Wohin denn? Es gibt da eine Maid namens Elizabeth, die in einem Häuschen im Blue Forest wohnt. Oh, die kenne ich. Das ist die, die sich um die Tiere kümmert und den Prinzen nicht heiraten will. Mhm. Und so flogen sie alle zum Häuschen der holden Elizabeth. Irgendwann hatte der großartige Kater die Nase voll. Er ließ Drusilla und Minerva im Wald stehen. Die beiden wurden nie wieder gesehen. Oh ja, du hast recht. Das ist selbst für mich zu gemein. Ich meine für den wundervollen Kater. Nein, das hat er nicht gemacht. Wir setzen diese beiden überaus reizenden Kinder vorsichtshalber beim Schloss ab und fliegen dann zu zweit weiter. Jetzt zufrieden? Aber jetzt taucht ein neues, ekliges Problem auf. Denn sie wurden von einem der Tiere entdeckt, die Elizabeth immer fütterte. Eine widerliche, kleine Katze namens namens Lamron. Ja, Lamron. Lamron war das einzige von Elizabeths Tieren, das nicht nett war. Im Gegenteil. Hey, wenn ich das mal schnell dem Vizekönig erzähle, wird er mich fürstlich belohnen, wenn er König ist. Er rannte ins Schloss, um alles zu petzen. Womöglich ernennt er mich ja offiziell zum niedlichsten Miezekätzchen im Königreich. Sie fliegen auf dem Drachen. Vermutlich wollen sie zu Elizabeth und sie überzeugen, den Prinzen zu heiraten. Wenn sie das tut, wird er König werden. Und zwar statt meiner. Das würde meinen ganzen schönen Plan zerstören, das Königreich auszuplündern. Nun, ich habe euch geholfen. Was ist meine Belohnung? Ich werde dir eine Belohnung geben. Verschick ihn sofort nach Abu Dhabi. Nein, 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 bitte. Oh, sagte ich gerade Abu Dhabi? Entschuldige, ich habe mich verlesen. Was er wirklich sagte, war... Ich werde dir eine Belohnung geben. Wirf ihn sofort in den Kerker. Aber warum nur? Ich hasse nichts mehr als Petzen. Aber ich bin treu. Ich bin niedlich. Ich bin niedlich und treu. Und erwähnte ich schon hinreißend? Und wenn du sowieso schon dabei bist, wirf den Prinzen hinterher. Ich gehe keine Risiken ein. Und ich sollte mich auch besser um diese Frau kümmern, die er heiraten will. Der königliche Hundefänger warf Lamron in den Kerker. Und den Prinzen gleich hinterher. Das könnt ihr mit mir nicht machen. Ich bin der Herrscher dieses Königreichs. Nach dem morgigen Tag nicht mehr. Unterdessen ging der Vizekönig zu einer bösen Hexe, die zu seinem Hauspersonal gehörte. Ich hatte einen vergifteten Apfel bestellt. Nein, Äpfel sind doch viel zu gesund. Ich mache lieber Spaghetti Bolognese. Ihr werdet sehen, welche Wirkung sie haben, wenn der königliche Vorkoster hier ist. Königlicher Vorkoster, gibt es irgendwas zu kosten? Womöglich etwas Leckeres? Probiert mal etwas hiervon.
Ja, also das duftet ja schon mal ganz köstlich. Nicht übel. Könnte ein Hauch Oregano vertragen und ein Tröpfchen mehr Olivenöl. Und wenn ihr mich fragt, womöglich... Wird er jetzt etwa für immer schlafen? Er schläft so lange, bis eine Frau, die ihn wahrhaft liebt, kommt und ihn küsst. Also dann doch für immer. Na schön, los. Kümmere dich um sie. Das werde ich. Aber zunächst steht eine kleine Verwandlung für mich an. Ich verwandle mich in jemanden, von dem sie nie glauben wird, dass er eine böse Hexe ist. Ha, 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 ha. Sie flog also mit den Spaghetti der Verdammnis durch die Lüfte und erreichte schon bald ihr Ziel. Sieh an, da ist ja ihr Häuschen. Hier bitte, kleiner Maulwurf, für dich. Hier bitte sehr, du niedliches Hühnchen. Sie ist wirklich so nett zu uns. Ich sollte ein Ei für sie legen. Das würde ich auch tun, wenn ich es nur könnte. Wer ist wohl der Richtige? Ein Mann, der ein Held ist und stark. Ein Mann, der mich mit viel Schneid betört. Ein Mann, der stets auf mich nur hört. Wenn er sagt, er braucht mich, ich mich vor Liebe verzehr. Wer ist wohl der Richtige? Ja, wer? Yeah. Ich will den Richtigen. 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 Hallo? Jemand zu Hause? Hallo, ist da jemand zu Hause? Ja. Buongiorno, bellissima. Wie ich hörte, füttert ihr all die Tiere im Wald. Und da dachte ich mir, es wird Zeit, dass euch mal jemand füttert. Oh, das ist aber wirklich nett von euch. Nein, ich kann ihr nicht sagen, sie soll die Spaghetti der Verdammnis nicht essen. Sie bat den netten Koch einzutreten. Das riecht wirklich köstlich, aber ich bin leider auf Diät. Und deswegen sollte ich keine Pasta essen. Aber ich habe den ganzen Tag über einem heißen Kessel, den ganzen Tag an meinem heißen Herd gestanden. Kostet doch wenigstens. Tja, wenn ihr euch wirklich so viel Mühe gemacht habt... Ja. Besen! Und so war es der bösen Hexe tatsächlich gelungen. Ruhe, Odi! Und so war es der bösen Hexe tatsächlich gelungen, ihren Auftrag zu erfüllen. Nicht zuletzt, weil der heldenhafte Kater und der mittelmäßige Hund 2 Minuten zu spät kamen. 2 Minuten können eine Menge ausmachen. 2 Minuten können den Unterschied ausmachen zwischen Leben, Liebe und Glück. Und dem hier. Odi, es ist doch nur eine Geschichte. Odi, kapiert dieser Hund denn nicht, dass das Ganze nur ein Märchen ist? Ich muss ihn suchen und es ihm in aller Ruhe erklären. Aber zuerst muss ich mir mal was zu futtern holen. Kommt doch einfach mit. Der Märchenkater, Teil 4.
Es war einmal vor langer Zeit. Wenn ihr nämlich nicht bis zu eurem 21. Geburtstag heiratet, dann wird der Nächste in der Thronfolge König. Pass auf, wir müssen diesen Mann aufhalten. Wir müssen Prinz John helfen, eine Braut zu finden. Alle Tiere im Wald lieben euch, holde Elizabeth. Ich hatte einen vergifteten Apfel bestellt. Ich mache lieber Spaghetti Bolognese. Willst du den Rest der Geschichte hören, Odie? Sie hat auch ein Happy End. Nicht alles im Leben hat ein Happy End, aber Märchen schon. Das ist ja so toll an ihnen. Aber wenn du es natürlich nicht hören willst... Okay, spitz die Ohren. Nun, wie du dir vorstellen kannst, waren alle Tiere sehr traurig über das, was der reizenden Elizabeth widerfahren war. Sie war doch immer so nett zu uns. Hey, wer ist denn dieser Kater, der gerade gekommen ist? Das ist Prinz Johns Kater, glaube ich. Prinz Johns Kater? Ich habe ihn schon immer bewundert. Er ist so wundervoll. Und wo steckt der Kater jetzt? Ich glaube, da kommt er gerade. Entschuldigung, ich habe Spaghetti Bolognese gerochen und musste sie unbedingt kosten. Oh, Sie könnten noch einen Hauch Basilikum vertragen. Ich glaube, er schläft nur, Leute. Vielleicht schläft Elizabeth ja auch nur. Aber sie schnarcht nicht so fürchterlich. Hektisch besprachen sie, was jetzt zu tun war. Es war die wunderschöne Katzendame, die die Antwort darauf wusste. Wir müssen ihn zu einem Zauberer bringen. Wo willst du denn um diese Zeit einen Zauberer finden? Oh, ich kenne einen Zauberer ganz hier in der Nähe. Er hat 24 Stunden geöffnet. Na, dann bringen wir ihn dorthin. Und so flogen sie durch die Nacht zur Behausung von Merle, den wir haben rund um die Uhr geöffnet, Zauberer. Sieht nach den Spaghetti der Verdammnis aus. Die macht meine Frau auch immer. Ihr müsst ihm helfen, großer Zauberer. Es ist wirklich wichtig. Ich kann Ihnen nicht helfen, aber du kannst das. Ich? Er schläft einen magischen Schlaf und kann bloß erweckt werden durch den Kuss eines Wesens, das ihn liebt. Und wenn ich dein besorgtes Gesicht sehe, denke ich, das bist du. Ihr meint, ich soll ihn einfach küssen? Versuch es einfach. Dann sehen wir es ja. Ja, mach schon. Hey, ist noch was von diesen leckeren Spaghetti übrig? Sie weckten nicht nur den fantastischen Kater auf, sondern lernten auch noch was daraus. Könnten wir so Elizabeth auch aufwecken? Ja, das könntet ihr. Ein Kuss von ihrer wahren Liebe ist alles, was dazu nötig ist. Ich weiß, wer ihre wahre Liebe ist. Kommt schon, lass uns Prinz John holen. Hey, was macht ihr alle hier? Wir haben eben gerade schreckliche Neuigkeiten erfahren. Ja, diese Blaumeise hat uns erzählt, der Vizekönig hat Prinz John in den Kerker gesperrt. Das kann er doch nicht machen. Wir brauchen Prinz John, damit er Elizabeth wachküsst. Und dann muss er sie noch heiraten, damit er König wird und diesen fiesen Typen stoppt. Wir hatten einen so großartigen Plan. Aber der weise Kater wusste, wer die Lösung des Problems war. Na, wir! Ihr folgt mir jetzt alle zum Schloss! Und so zogen all die Tiere los, um Prinz John zu retten und damit auch die holde Elizabeth. Auf ihrem Weg zum Schloss schlossen sich ihnen noch andere Tiere an. Tiere, mit denen sich Elizabeth über die Jahre angefreundet hatte. Doch im Schloss hatte der fiese Vizekönig beschlossen, nicht länger mit der Machtergreifung zu warten. Wachen! Von nun an habt ihr mich gefälligst mit eurer Hoheit anzusprechen und Befehle zu befolgen. Ist das klar? Ja, euer Hoheit! Aber ihr seid doch erst ab morgen König. Und das auch nur, wenn Prinz John nicht heiratet. Ha!
Wie soll er denn bitte heiraten? Er hockt nämlich da oben im Kerker. Und die Frau, die er heiraten würde, schlummert einen ewigen Schlummer. Ich besteige den Thron hier und heute. Euer Hoheit, eine Armee marschiert auf das Schloss zu. Eine Armee? Eine Armee Barbaren? Eine Armee Piraten? Es scheint eine Armee aus Eichhörnchen, Katzen, Hunden, Hühnern und anderem Getier zu sein. Haltet einfach das Tor geschlossen. Wir haben nichts zu befürchten von Eichhörnchen und Katzen und Hunden und Hühnern. Und oben im Kerker? Es ist sinnlos. Selbst wenn ich von hier fliehen könnte, wird Elisabeth mich nicht heiraten. Klar würde sie das. Sie ist verrückt nach euch. Ehrlich? Ja, sie findet euch sogar noch niedlicher als mich und das sagt alles. Ihr müsst ihr nur zeigen, dass ihr gut und mutig seid. Das bin ich. Aber wie soll ich es ihr... Was soll der Lärm? Der Prinz hatte keine Ahnung, was die lärmende Truppe vorhatte. Und die Truppe selbst wusste das eigentlich auch nicht so genau. Wie kommen wir denn in das Schloss hinein? Ja, das Tor ist verschlossen. Ich weiß. Ich werde uns einen Tunnel ins Innere graben. Wie lange wird das denn dauern? Ich würde sagen, nicht länger als ein oder zwei Monate. So viel Zeit haben wir nicht. Überlass das mir. Haltet sie auf! Haltet diese Tiere auf! Hat mich da etwa jemand wach geküsst? Wow, meine Freunde haben das ganze Schloss übernommen. Meint ihr, jemand wird uns retten? Betrachtet euch als gerettet. Au, hey. Du nicht. Im Schloss wimmelt es von furchtbaren Tieren. Oh, wir müssen von hier weg. Hier sind die Steuern, die ich bislang eingenommen habe. Ich nehme sie und fliehe mit ihnen. Wir kommen mit. Es sah aus, als würden die Bösen mit all dem Geld fliehen, das der fiese Vizekönig den armen Menschen abgeknöpft hatte. Der Vizekönig, sein Gehilfe und die böse Hexe flohen in panischer Angst vor dem Drachen. Schnell, dreh das Katapult um, sodass man zum Schloss zielt. Ihr wollt vor dem Drachen fliehen? Schnell, nehmt das Katapult. Steigt ein, dann schleudere ich euch Richtung Sicherheit. Dankeschön. Sitzen alle bequem? Gut. Nein, wir sind noch nicht beim Sie lebten glücklich bis an ihr Ende teil. Wir müssen noch die holde Elisabeth aufwecken und sie dazu bringen, John zu heiraten. Schon vergessen?
Am Ende war alles ziemlich einfach. Prinz John küsste Elizabeth. Sie erwachte und sah, wer sie gerettet hatte. Oh, ihr, Prinz John. Und all diese Tiere. Er war für euch bereit, gegen einen feuerspeienden Drachen zu kämpfen. Für mich? Ich glaube, ihr habt ein großes Herz und Courage. Seid ihr so gnädig und schenkt mir euer Herz und heiratet mich? Aber natürlich. Wir sind glücklich zusammen, stehen vor Liebe in Flammen. Hab mein Glück hier bei mir, gehör jetzt dir. Wir sind so glücklich, glücklich, wir sind so glücklich. Wir kamen auf der Stelle in diese dunkle Zelle. Die Strafe ist fies, uns geht's echt mies hier im Verlies. König war ich fast. Jetzt geht's in den Knast. Und zwar eine ganze Zeit. Wünsche euch nur das Beste und Lasagne zum Feste. Wir sind so glücklich, glücklich, wir sind so glücklich. Wir sind glücklich zusammen, bleiben immer beisammen. Und an uns kann man sehen, Liebe ist schön. Wir sind so glücklich, glücklich, wir sind so glücklich. Wir sind so glücklich. Tja, endlich haben Sie mal eine Farbe ausgesucht, die mir super steht. Aber mal abgesehen davon lebten alle glücklich und vergnügt bis an ihr Ende. Schau nur, der Prinz und die holde Elizabeth sind zurück. Ich meine John und Liz. Garfield, hast du unser Picknick gegessen? Muss Zeit fürs Abendmittag oder sonst was für ein Essen sein. Und, hat dir die Geschichte gefallen?